Hallo, ich bin in Bad Saro heute mit einer Golfgruppe. Wir machen hier eine Golfreise für 3, 4 Tage, spielen 3 Spitzenplätze und heute spielen wir den Nick Faldo Golfplatz, der sehr bekannt ist für Du hast seine was sehr gelernt. viele Gut. Bunker. Ich werde dir jetzt erklären, wie du in so einem Bunker klarkommen könntest. So, steh erstmal sehr breit. Spiele den Ball vorne im Stand. Gucke, dass deine Hände niedrig sind. Öffne das Blatt etwas. Okay, und dann von da winkel sehr früh beim Ausrollen. Du siehst aber, dass ich schön gerade bleibe. So früh winkeln. Und jetzt von da versuche einen Punkt 3 bis 5 Zentimeter hinter dem Ball genau zu treffen. Du musst den Punkt treffen können. Und dieser Punkt ist genau gegenüber meiner Nase. So, ich treffe den Punkt. Und jetzt ist wichtig, wir wollen nicht, dass der Schläger im Sand verschwindet. Der muss wieder nach oben. So, damit er nach oben geht, muss ich gucken, dass ich wieder nach oben winkele. Und ich muss so winkeln, dass mein Schlägerblatt sich nicht schließt. Das Blatt muss so bleiben. Okay, ich werde es versuchen. Breit stehen, tiefe Hände, früh winkeln. Und ich lasse den Schläger meine Hände überholen und ich drehe mich auch zum Ziel. Und der Ball flog so hoch, locker über diese hohe Kante. Und so könntest du auch im Top-Bunker klarkommen.